rasender Golem. Der Amoklauf eines gigantischen Golems hat endlich ein Ende gefunden und nun ist er in einer ewigen Schlacht mit den Köchern gefangen. Unsere Experten behaupten zwar, dass die Kreatur schlummert, aber die Angestellten vor Ort sind nicht ganz überzeugt. Sie wollen Gefahrenzulage, um hier zu arbeiten. Benutze die Schwebebahn, um den Platz so gut wie möglich auszunutzen und erschaffe einen wahrhaft einzigartigen Sky-Fi-Themenpark. Das ist natürlich... ich bin ehrlich, ich finde, das ist mega cool gemacht. Also das ist ja mal... Das musste ja alles platziert worden sein. Wow. Also Respekt, das ist richtig cool, finde ich. Die Köter, springen die hier immer hoch und runter? Aber das sehen wir wahrscheinlich erst, wenn ich auf Play drücke. Wie immer erstmal Bestandsaufnahme vom Park. Wir haben 7000, das ist tendenziell schon mal nicht das Verkehrteste. Wir haben keinen Animateur, wir haben keinen davon. Wir haben auf jeden Fall auch schon mal zwei Läden. Wir haben keinen Techniker und wir haben keine Sicherheit. Okay, also um Personal müssen wir uns kümmern und das machen wir auch jetzt mal eben schon. Mal eben hier Leute einstellen. Also ich würde mal sagen zwei davon. Dann dich. Nein, dich. Sorry, der andere wird wieder gefeuert. Noch keine Sekunde gearbeitet. Und schon bist du wieder entlassen. Dann brauchen wir einen Techniker, weil wir haben ja auch schon eine Schwebebahn, haben wir schon gesehen. Und ich hätte auch gleich gerne einen Sicherheitsbeamten. Das Gehalt werden wir gleich anpassen, sobald wir wissen. Ab wie viel Gehalt die zufrieden sind. Ich bin verwirrt, aber es ist okay. So, was haben wir denn für wunderbare Attraktionen bereits? Das ist auf jeden Fall... Ach, das ist nur unsere Rundfahrt, okay. Mit der müssen wir natürlich auch einmal im Kreis fahren. Das könnte natürlich ein Problem sein. Vielleicht machen wir es diesmal auch anders und gucken uns dieses wunderbare Ding erst später an. Wisst ihr was, ich fand das eigentlich vielleicht gar nicht schlecht, so wie es war, sogar Tatsache, ja. Wenn der Park gebaut ist, fahren wir damit einmal, glaube ich, erst und nicht jetzt am Anfang schon. Was haben wir denn für Fahrgeschäfte hier? Was ist das? Okay, das hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Kostet aber auch direkt 4000. Und den Rest hatten wir auf jeden Fall schon einmal in anderen Parks. Ich würde sagen, als erste Tat immer noch im Pausenmenü. Es wäre so gut, wenn das da hingepasst hätte jetzt einfach, ne? Aber natürlich nicht.
Warum kann ich das doofe Terrain nicht anpassen? Das regt mich auch mal richtig auf. Warum nicht? Das ist so nach dem Motto, erlaubt es mir doch einfach. Ich mach doch sowieso, was ich möchte. Ah, der Anschiebweg ist natürlich jetzt lang, aber das ist egal. Prozent Szeneriebewertung, das ist ja mal richtig krass. Krass viel auf jeden Fall, ja. Und das ist immer die gleiche Szenerie, die man am Anfang freigeschaltet hat. Warum ist es denn nicht mal was anderes? Normalerweise hebe ich den immer für eine Achterbahn auf, aber in diesem Fall machen wir den mal dahin. Und ich habe mir die Ziele noch gar nicht angeguckt. Ich habe das jetzt einfach mal so platziert. Das ist natürlich auch gut, sowas zu platzieren, bevor man denn überhaupt die Ziele kennen. Wie kann man den Mitarbeiter, also ich meine zum Beispiel die Prinzessin, ihr einen Ort vergeben? Ich ziehe da ein richtig und trotzdem geht sie durch den ganzen Park. Ich hätte halt gern den und den. Ja, das ist ja, das ist relativ. Also man macht einen Moment. Man geht auf Personal. Dann hast du wahrscheinlich einen Arbeitsplan erstellt, ne? So ein Dienstplan. Oder? Und dann sagst du eigentlich, dass er nicht frei beweglich sein soll. Also du kannst ihn natürlich auch hierhin machen, ne? Und dann bleiben die eigentlich auch in dem Bereich. Man muss halt, wenn man möchte, dass sie wirklich nur in einem Bereich sind, muss man halt irgendwie darauf achten, dass ein Mitarbeiterhaus in dem Bereich ist. Weil die natürlich sich auch irgendwann mal ausruhen wollen und dann müssen sie trotzdem durch den ganzen Tag latschen, um zu ihrem Häuschen zu kommen. Um Pause zu machen. Und wenn der Park sehr groß ist, kann das sein, dass der Weg halt sehr lang ist und dass sie dann halt auf dem Weg schon wieder so viel gearbeitet haben, dass wir zurücklaufen. Aber eigentlich, wenn ein Mitarbeiterhaus in dem Bereich ist, bleiben die da, soweit ich weiß, auch drin. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal die Ziele an, die wir überhaupt haben, ja. Erreiche einen Parkwert von 45.000. Erreiche eine Parkbewertung. Erreiche einen Parkwert. Erreiche eine Parkbewertung. Erreiche einen Parkwert. Und baue eine Achterbahn. Durchschnittsgeschwindigkeit von 40 km/h. Nur, was soll ich denn für eine Achterbahn bauen? Also ich könnte euch versichern, dass wir diese ganze... Das wird eine relativ einfache Mission werden, glaube ich. Aber naja, gut. Alles klar, kann sein, dass das tatsächlich kein Stand. Ja, gerne, wenn ich helfen kann. freue ich mich, dass ich helfen konnte. Wir müssen eine Achterbahn bauen. Ich würde die gerne jetzt aber schon aussuchen, welche Achterbahn wir denn bauen wollen. Später. Ich bin für. Wir könnten endlich mal eine Gigabahn bauen. In diesem Park. Jetzt muss ich noch einen Platz dafür aussuchen. Ich glaube, die kommt dann hier hin. Dann darf ich hier halt nur nichts anderes hinbauen. Dass sie da startet. Okay, das ist ein Plan. Okay, let's go. Dann wollen wir doch mal gucken.
dass erstmal unser Personal bleibt. Finanzen sehen gut aus. Ich brauche mehr zu tun. Mein Gehalt ist gar nicht so übel. Okay. Noch passt das alles. Wir müssen mal gucken, wenn die erstmal unzufrieden werden. Dann müssen wir mal gucken. Und ich würde jetzt, ja, das gerne eröffnen. Und in diesem Ding fahren wir ja jetzt einmal direkt doch mit, weil dann haben wir es nämlich hinter uns. Dann haben wir es hinter uns. Ich muss ja trotzdem ein paar kennen, also müssen wir damit trotzdem einmal fahren. Aber ich bin mal gespannt, das sollte eigentlich relativ zügig gehen, diese Mission. Bin ich gerade im Schnellmodus? Das wäre doof. Ne, bin ich nicht. Okay, gut. Wenn ich mir überlege. Das ist auch schon so ein super schneller Zug hier, ey. Auch so ein Super Express. Aber der hält jetzt nicht überall an, oder? Hält er jetzt wirklich überall an? Was ist denn für Quatsch? Dann fahren wir damit wirklich erst ein bisschen später. Denn wenn er überall anfängt, überall so blöd ist, dann machen wir das erstmal nicht. Ja, voll besetzt. 60 Sekunden. So, und jetzt machen wir hier mal, fahren wir hier mal eine Runde mit. Und das Ding lassen wir erstmal im Kreis fahren. Ich darf halt nur nicht vergessen, dass wir mit der Einschienenbahn am Ende noch fahren müssen, ne? Das wäre sonst sehr doof. Eigentlich glaube ich, das ist ja so ein Kettenkarussell. Eigentlich wäre es wahrscheinlich auch schöner, wenn wir. Naja, ist egal, wir fahren jetzt erstmal eine Runde damit. Wenn wir damit auch am Ende nochmal fahren würden, weil so sieht man ja nicht so viel. Außer halt einen ziemlich leeren Park. Aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Ort für das Ding ausgesucht, ja. Also weit weg von der Achterbahn, die wir bauen wollen. Die ist ja dann auf der ganz anderen Seite vom Park, so als Plan gewesen. Und wir müssen eigentlich mal gucken, dass wir in die Forschung reingehen. Okay, du darfst wieder runterfahren. Ich finde das. Finde das zugegeben. Jetzt nicht so spannend, wie es verkauft wird. Aber es ist jetzt auch nicht so die lange Fahrt. Das finde ich eigentlich gut. Bei dem Ding. Bis der Park voll ist, dann kann die Fahrt ruhig lang sein, weil dann sieht man ja auch ein bisschen was. So. Forschung. Ja, oder wollen wir in Achterbahn investieren und dann doch nicht die Giga? Nein, wir bauen die Gigabahn. Wir brauchen da gar nicht so drum. Ich brauche da gar nicht so groß drüber überlegen. Wir bauen die Achterbahn, die ich auserkoren habe. Und machen wir gerade Plus. Und ich könnte die eigentlich auch bauen, sobald wir Plus machen, ne? Wie viel Darlehen kann ich aufnehmen? Gar keins, okay.
So, jetzt einmal gucken, wie es meinem Personal geht. Und die scheinen aber alle irgendwie zufrieden zu sein. Also brauchen die vielleicht gar nicht so viel Kohle. Ja, hier ist natürlich jetzt ein bisschen tote Hose. Warte mal, vielleicht wenn ich pausiere. Vielleicht können wir dann hier noch irgendwie was platzieren. Direkt. Dass ich nicht mehr genug Geld habe für einen Weg, ist super traurig, ja. Boah, ich komme mit Finanzen immer nicht gut zurecht, um ehrlich zu sein. Im ersten Moment. Unsere, was ist zu groß? Unsere Lohnkosten sind zu groß, kann das sein? Ihr beide müsst erstmal wieder weg und du leider auch. Gerade erst eingestellt und schon wieder muss man leider wieder weichen, ne? Ich finde die so unglaublich unpassend da schwebend eigentlich, aber naja, ist okay. Das frieren wir erstmal ein. Wir brauchen jemanden, der sauber macht, ganz definitiv. Sonst, das klappt nicht. Wir brauchen auch irgendjemanden, der, also an, mit weniger Personal schaffe ich es nicht. Boah, das dauert jetzt wahrscheinlich ewig, ne? Warum habe ich denn jetzt noch hier so ein... Ich bekomme halt mein Personal nicht weiter runter. Was soll ich denn machen? Ich weiß, was ich machen soll. Okay. Nee, nicht die. Oh Mann, ey, was ist das denn für ein... Komm mal, wisst ihr was? Das machen wir ein bisschen anders, einmal zum Hauptmenü. Spielen, Karriere. Ja, so, wir fangen einmal bitte von vorne an. Weil, dass diese Bahn auf ist, ist natürlich eine Katastrophe, weil natürlich macht die Minus ohne Ende. So, wir machen hier gleich wieder Pause. Und damit wir das hier ungefähr wieder
Damit wir ungefähr gleiche Startbedingungen haben, machen wir natürlich hier wieder. Den Weg so dahin, dann hätten wir hier noch Szenerie drin, glaube ich, den Brunnen, ne? Den hätten wir noch. Wo ist denn der jetzt? Da. Und wir hatten dieses Ding hier platziert. Nur dass ich diesmal schlau genug bin, auf meine Finanzen zu achten. Zumindest so mehr oder weniger, das war natürlich auch Quatsch. Zumindest tue ich so, als wenn ich schlauer geworden wäre. Ja, hiervon möchte ich bitte trotzdem zwei haben. Hiervon bitte einen. Davon auch einen. Hatte ich das bei dem auch schon eingestellt? Ich weiß es nicht. Ich mache es jetzt einfach bei dem hier. Bei dem ist es okay. Gut, das ist schon mal gut. Jetzt bekommst du hier noch eine Szenerie dargeboten, welche in diesem Park ungefähr so erwartbar ist wie. Weiß es nicht so genau, ne? Wie andere Sachen halt auch in diesem Park. So, und jetzt möchte ich bitte nur du bist auf jeden Fall geschlossen. Also 202 ist zu. Du bist auch zu. Du bleibst auf. Und dich als Station machen wir natürlich auch zu, weil hier ist ja nichts. So, und jetzt starten wir den Park nochmal von vorne. Ja, let's go. Bevor uns hier der Golem platt macht. So, und ich glaube, jetzt fährt der auch überall durch, ne? Das heißt, wir können damit doch fahren. Dieses Mal wird's. Ja, ich habe ja nur eine Sache geändert und bevor ich jetzt ewig lange bei dem anderen Ding da rumprobiere, mache ich eben immer einen Neustart, wenn es schneller geht. Was ist das? Kann mir das jemand erklären? Was zur Hölle? Wo kommen die Leute her?
warum auch immer ihr jetzt auf einmal da seid. Ich verstehe nicht mal, warum ihr da anhaltet, wenn die Stationen zu sind. Ist das normal? Dass die an solchen Stationen auch anhalten, auch wenn die zu sind? Wie rette ich euch denn jetzt? Zieht das meine Parkbewertung runter, wenn ihr nirgendwo hingehen könnt? Ich steck fest. Ja, verdammt! Ich muss nur einen Parkwert erreichen. Also eigentlich kann ich einfach alles mit Sachen voll klatschen. Kann ich die so wie bei Rollercoaster Tycoon per Hand wegtun? Geht das noch? Nein, das geht nämlich nicht. Okay, es ist unglaublich, dass ich das jetzt tue. Aber wir bauen einen. Nahezu unglaublich hässlichen Weg. Den wir auch sofort wieder abreißen, sobald die Leute da weg sind. Hopp durch da, weg, 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 weg geht's so. So, jetzt die Frage, gibt das Ding immer noch so viel Minus oder? Gibt mir das inzwischen ein bisschen Plus zum Profit dazu? Wie sehen deine Finanzen aus?